Hey, kleiner Tobi, komm mal her hier. Ja, was? Was ist Ah, denn? erinnerst du dich an das Dorf? Da warst du Ja, als kleiner Bub. ich weiß nicht genau. Es ist nur schemenhaft vorhanden. Das ist Camp Feuchter Schlafsack. Kannst du dich erinnern? Mein Therapeuten Pater Johnson hat gesagt, dass Vergessen besser ist als Denken. Also sollst du das hier verdrängen, Junge? Sagt, Verdrängung ist besser als Erinnerung. Aber ich dachte, Verdrängung ist ungesund. Ich weiß nicht. Aber Pater, der Pater wird doch wissen, was er tut. Er ist Pater. Aber Pater ist kein Therapeut. Doch, er ist Patertherapeut Superheld Johnson. Das ist sein offizieller Titel. Ist doch erfunden, Bengel, kleiner Tobi. Patertherapeut, das ist sein Titel. Der macht die Patertherapie. Ja, es gab wieder ein neues Update. Jetzt soll es Yay! angeblich mehr Heilung geben. Angeblich merke ich bis jetzt noch nichts. Und Ausdauer ist nicht mehr unendlich. Und Bigfoot ist stärker. Er ist noch mächtiger. Noch mächtiger. Oh, Feuerwerk habe ich Noch gefunden. mächtigere Foot. Feuerwerk, Schrotflinte. Oh, da darfst du aber in Problem ist gewissen halt, dass Gebieten das dort Safe Game schon. dann immer unbrauchbar ist. Ja, das ist ätzend. Das ist schon ein bisschen ekelhaft, ne? Aber es ist ja jetzt nicht so story-driven. Aber wenn der jetzt wirklich noch stärker ist, wenn der jetzt noch irgendwie einen ultra super Buff to the max hat, haben wir halt auch ein richtiges Problem. Ich habe nämlich gehört, er verlustiert jetzt mehr an Mülltonnen. Könnte halt gefährlich werden. Ich habe hier was zum Sprengen gefunden. Ist immer gut. Ist noch eine Signalfackel. Ich habe noch Patronen Hast gerade du hier. Heilung gefunden? Ich habe nicht eine Heilung gefunden, nicht eine. Unten oben im Van habe ich zwei gefunden sogar. Also Aber. hast du jetzt drei oder wie? Nee, zwei. Zwei. Zweimal erste Schilfe. Bei mir sieht es echt düster aus hier, was Heilung angeht. Ah, jetzt habe ich eins gefunden. Ja, siehst du, guck. Ah, gucke du. Ich hatte gerade so eine kleine Lichtverflackerung. Und ich höre irgendwie Fliegen. Ist hier irgendwo ein Haufen Kot? Ja, hier drüben. Ich würde gerne mal eine von den Milben schmecken. Ist so ein schöner brauner Batzen, Milbengeschmack. der sich nach der Zunge eines Zwölfjährigen sehnt. Ja. Definitiv. Also hier hat einer auf jeden Fall aufs Holz gestrollt. Denkst du, Biggie Fufu kommt? Ich weiß nicht. First Weil hier ist Night, eigentlich die First Big. perfekte Stelle. Guck mal, hier kannst du perfekt eine Falle hinlegen. First Big. Ja, aber da musst du erstmal reingehen, ne? Drüber springen. So, hast du hier eigentlich die perfekte Falle, finde ich. Und hier kannst du auch gut die Tanks und sowas alles aufstellen. First Big. Schwabawu! Der kommt doch. War da nicht eben gerade am Fenster? Hören können am Fenster, habe ich eben gerade irgendwas huschen sehen. Da war doch eine Husche. Da war doch eine Husche. Baba. Baba. Kuckuck. Kuckuck. Din, 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 Kuckuck. Machen wir hier noch eine Kamera hin. Jetzt Bigfoot kommt echt nicht. Irgendwas zum Anmachen da drin? Ne, ist noch ein bisschen Muni. Ne. Fernseher oder sowas geht nicht, ne? Alter, guck mal, hier ist eine Flasche Fürst von Schmettermich. Haben sich die Fürst von Kinder. Schmettermich. Haben sie die Kinder schön geschmettert? Guck mal, was steht denn hier? Da geht's um deinen Pater Johnson. Alaska Citizen. Lesson Der from Leonard. die Kinder verführt. Leonard Johnson. My Leonard child. Johnson. Und daneben die Sektflasche. Fürst von Schmetterich in deinen Mund. Leonard Johnson. Leonard Johnson, klar. Guck mal Lenhardt. hier war ein Diner zwischen Priester und Messdiener. Na, oh ja, hier, ne? Flasche Wein, zwei Da haben sie den Gläser, Leib zwei Teller. Christis verschmeißt. Den Leib Tobis. Komm schon, Biggie. Komm schon, Mr. Biggie Fufu. Mr. Biggie Second. Der kommt nicht. Der Lümmel kommt nicht. Eiskalt. Für sie müssen wir mehr. Ich weiß nicht. Haben Hier wir steht, gar. man soll nicht die Ja. Trolle füttern. Haben wir einen Safe eigentlich gefunden? Nee, der ist ja nicht hier, der ist ja woanders. Achso, ist ja gar nicht hier im Schmaldorf. Nee. Unten im Camp lang der an die Nudel. Da ist der Safe. Ja, es wird hell.
Hier sind noch die Wasserfälle. Frozen Waterfalls. Gibt's noch nicht Nacht 1 und Bigfoot blieb wirklich fern. Ah gut, vielleicht hat er sich irgendwo... Aber bei den Gary Falls findet man wirklich nichts, ne? Ich hab nicht mal ein Brüllen gehört irgendwie, ja, ne? Ja, gar nichts. Vielleicht mal in seine Höhle gehen. Weißt du, kleiner... ist jetzt mehr in der Höhle drin. Oh. Ah. Er klopft. Er bummt. Ja, dass man nicht unter den Wasserfall gehen kann. Aber wo ist denn die Ausdaueranzeige jetzt? Nirgendwo, aber man merkt ja richtig, dass er irgendwann aufhört zu sprinten. Schon kacke. Also es gibt definitiv eine Ausdauer. General Sherman. Kann man in den rein? Der dicke Sherman-Hermann-Baum? Alter Sherman. Weiß nicht, ich geh mal einmal drum rum. Wird doch auch einer irgendwas vergraben. Der Schatz des Generals. Der Schatz des Generals? Hier ist ein bisschen Munition. Wir müssen das schnellstmöglich weglooten alles. Und das Gewehr finden. Auch den Safe im... Oh, hier ist eine Batterie. Was für eine Art Batterie? So eine, wo man drauf shootet. Krieg mal mitgenommen. Hier ist noch ein Liebesbrief von Monica Lewinsky. Hier ist noch eine Axt von Monica Moin. Schrotflintenmunition. Von wegen hier jetzt mit Dickheilung. Nichts. Ja, wir haben ungefähr 5% von allem gesehen. Billy der Bär. Guck mal, wo geht's denn eigentlich noch zu dieser kleinen Spitze da vorne hin? Wahrscheinlich zu einem Baum. Oder? Billy Baum. Shelter, ja, Shelter. Ah. Unterschlupf 1. Schlupfen wir mal. Gar nichts, nichts. Nee, Thai Curry. Top. Ein bisschen Munition. Topf altes Thai Curry. Ach, darfst du ja auch nicht mehr sagen. Ah, Mist. Bist du Thailänder? Nein. Also darfst du das Wort nee, Thailand, Curry. Thai... Ach, Curry darf man Curry, auch nicht mehr? Curry hat sich jetzt... Irgendjemand hat sich beschwert, dass Curry, weil das so viele verschiedene und über Generationen und pro Stadtteil ist jedes Curry anders... Und, deswegen wäre es falsch, Curry zu sagen. Jetzt darfst du wirklich nicht mehr Curry sagen. Ja, laut einer Person im Internet. Ja, laut irgendeiner Influencerin. Ich finde es immer so toll, ne, dass eine Person im Internet irgendwas sagt, vier sagen, oh ja, ja gebe ich dir recht. Nee, aber ich finde das... Und dann setzt sich das aber so durch, dass es irgendwie in die Nachrichten kommt und alles. Ja, genau. Dann steht da, der Tweet hat mittlerweile schon 100 Likes. Und die tun so, als wäre das viral. Als würde die Welt darüber genau. reden. Ja. Die Welt ist erschüttert. Wir haben 100 Curry Zuschriften Curry bekommen. Heißen? Ja, genau. Wir haben 100 Zuschriften bekommen. Davon waren 13 Bots und viermal... hat dieselbe Person uns geschrieben. Ja, wir werden die Wahlen gewinnen. Ich habe 100 Briefe bekommen mit Zuspruch. Und vier davon sind von meiner Mutter. Oh, hier eine Schüttehütte. Kleine Hütte, ja, mit Dynamit. Kleine Sprenghütte. Knallhütte. Hier ist nochmal eine Trap. Guck mal, das ist doch eine Bigfoot-Kartoffel, die da liegt. Ja, Kackartoffel. Eine Kackartoffel, oder? Aber auch hier die Beute wieder. Eine Mantoffel. Richtig dünn. Richtig dünne Beute. Irgendwo ist die dicker gestreut, die Beute. Ich werde mal hier eine Falle hinlegen. Einfach nur, um Schmiggifoot... Wo könnte jetzt aber der Red Coat sein, damit wir hier das Ding da öffnen? Hast du Fleisch? Klar. Ich habe nämlich kein Fleisch, sehe ich gerade. Zack. Es hat irgendwie geschmatzt. Was hast du mit dem Fleisch gemacht? Mach nur eine Kamera hin. Ich habe keine. Ups, nee, ich mach nur eine. Würde ich sagen, gehen wir mal weiter jetzt hier. Aber das gute Kleisterfleisch von Kreis Industries. Das ist ordentlich klebrige. Hm, das schmeckt mir. Kleisterfleisch. Boah, das ist dieses hier, wie heißt denn dieser komische Schinken, den die Pizzerien immer benutzen und so. Die, ne? Hä? Analog-Schinken. Ja. Der besteht. Oh. Erst ein Bär, dann das Klopfen. Denkst du, es ist Bigfoot in einem Bärenkostüm? Das ist dann wie bei hier bei Super Troopers. Er fickt den Bären! Oh! Oh, Kamera. Oben.
Ja, Kamera 1, da ist er. Er ist oben im Camp. Oh, er ist in die Falle getreten. Voll reingetreten, die Sau. Oh, er ist sauer. Er streift sie ab. Er schlägt. Er rennt los. Er rennt. Das ist der Dude. In 4K. Beweise in 4K. Können wir das direkt verkaufen. Ich hab den Code. Red Code? Mhm. Oh, geil. 6408. Dann flitzen wir nochmal zurück, oder? Ah, so ein bisschen Dynamite. So eine Holte Dynamite. Du musst es... gerade, was ist das für ein Geräusch, Alter? Der Hund, der schnarcht neben mir. Weißt du, man müsste eine Falle stellen. Oh! Was war das? Aua. Was ist da los? Wolf! Mach einen Dote! Alter. Nimm sein Fleisch. Danke, bei lieber Wolf. Industries kann man daraus eine schöne Wurst machen. War das ein Trapezwolf? Ein Trapezwolf. Artistenwolf. Autistischer Artistenwolf. Es gibt Leute, die können das nicht unterscheiden, ne? Hey, was habe ich gesagt? 6408? Ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Der Wolf hat irgendwie, das war ein Ablenkungswolf. Ja, 6408. Frage ist jetzt, wo ziehen wir weiter? Wollen wir noch irgendwo hinziehen oder? Wir müssen. Wir müssen ja weiter. Du musst immer weiter. Und wir brauchen ja noch viel mehr Sprengungszeug und so. Und dann. Ich habe eine Batterie, eine Gasflasche und ein Dynamit habe ich jetzt. Piep, piep, piep. Da war wieder was. Ja, ist da oben. Ja, stimmt. Er läuft hier im Camp rum. Ja, der macht Unzucht im Camp. Jetzt geht er Richtung Wasserfall. Oh, er hat einfach den Zaun durchgelatscht. Er geht durch den Fluss. Wie, einfach zerberstet oder wie? Er geht durch den Fluss. Also er ist jetzt am Wasserfall oben, rein theoretisch. Ich hab eben gerade was gehört. Oh, the birds. Schaffen wir es noch ein bisschen ins andere Camp runter, wo die Sniper, die potenziell gute Sniper sein könnte? Mockerschossen. Was? Mockerschossen? Mockerschuss hier drüben. Ich hab Mockersprossen. Das ist was ähnliches wie Sommersprossen. Was passiert, wenn du dich bückst, während gerade einer wurstet in einem Dixie-Klo? Da kriegst du kleine Mockersprossen auf der Oberlippe. Ja, nee, wenn er aus einer hohen Höhe fallen lässt. Ja, oder du hast einen Sprügen und bist halt niedrig geparkt. Dann kannst du auch ganz schnell abgemockert werden. Das könnte auch sein. Oder in der Achterbahn, wenn jemand vorne sitzt und du ganz hinten und der vorne mockert. Hier ist 9 mm, nimm mal mit. Ja, ey, mir geht das jetzt schon auf den Sack mit dieser Ausdauer, ne? Ja, voll unnötig. Ich meine, Bigfoot war doch eh immer viel schneller als wir. Komm, wir müssen uns beeilen, dass wir runter noch ins Camp kommen. Camp Convoy. Camp Ramadilly. Oh, jetzt wird's dark. In the night. Bitte. Darling, darling, stand by me. Oh, Camp. Oh, oh, immer noch oben. Ey, der ist hier oben im Camp. Was will er denn da oben? Ich weiß nicht genau. Im Camp Schleck. Moment, hat er da gerade bei dem Auto in den Tank gepinkelt? Und Zucker nachgestreut? Aber dann kann er ja nicht so schnell hier runterkommen. Oder denkst du, der ist richtig flott und... Der ist schon schnell unterwegs, ne? Man sollte das nicht unterschätzen. Naja, ist ja auch Bigfoot. Mit großem Fuß ist man schnell unterwegs. Oh ja, meine Heilung. Ist doch nice. Nice. Ich glaube, wir müssen hier im Hochsitz durchhalten. Ja, warte, ich hab noch... Ich mach mal hier einen Duncan. Achso, ich hätte noch eine Trap. Nee, lass mal, weil die ohne stackt Trap nicht. Komm mal hoch. Was? Warte noch mit dem Signal. Ich schieße da drauf. Dann gehen wir ihm richtig auf die Fresse. Ah, er hat sich gerade geheilt, deswegen hat er wahrscheinlich gerufen.
Irgendwas rennt da hinten rum. Wolf, mal angeschossen. Vorsicht, nicht schießen mit der Shotgun. Der Wolf jetzt kommt. Ding streut. Oh, ich hab die Lampe zerschossen. Okay. Krasser Shit. Was ist mit Bigfoot? Ich weiß es nicht. Normalerweise ist er immer so gierig auf dem 12-Jährigen. Deswegen bist du ja dabei. Noch Munition für die Shotgun. Er kommt. Er kommt. Ist er gestunt? Hä? Was? Wow. Von wegen der Profi-Tipp. Der Profi-Tipp. Alter, Vogelhaus. Er hat ein Vogelhaus. Vogelhaus, Alter. Er hat mich mit der Natur geschmettert. Wow. Was macht er denn jetzt? Er macht so einen Tornado-Move. Alter. Hast du es gerade gesehen? Alter. Hast du das gerade gesehen? Er hat so einen Tornado-Move gemacht. Okay, also im Hochsitz verstecken ist keine gute Idee. Ist keine gute Idee. Ich glaube, der kommt back, ne? Hat das Ding denn gar keinen Schaden gemacht? Nee, nee, der kam ja von hinten dann. Ich dachte, er würde von vorne kommen, dann hat er sich umgedreht und hat den Hochsitz runtergerissen. Die Sau hat uns richtig gefickt. Ja. Selber schuld. Also er kommt wieder. Da hinten. Wo rennt er denn jetzt? Wo rennt er denn jetzt hin? Oh, oh. Boah, boah, was macht er denn jetzt schon wieder? Er hat Spear Tackle gemacht. Wo ist er? Da, da, da. Die Richtung. Alter, was ein kranker Dude. Was ein kranker Dude. Wo ist er hin? Keine Ahnung. Guck mal, Nachtsicht. Irgendwo da unten. Siehst du was, kleiner Tobi? Hä? Jetzt gemacht. Wie kann ich denn Nachtsicht machen hier bei der Drohne? I don't know. Doch, er ist weg. Wie viel Leben hast du verloren? Ich habe schon wieder nachgeheilt. Ich hatte fast nichts mehr. Bei der Hälfte. Ich habe nur nicht heilen müssen. Wir sollten gehen. Alter, er hat sich direkt hochgeheilt. So ein Drecksschwein. Hier drüben ist das Camp. Boah, Wolf. Immer wenn wir gerade dabei sind, ein gutes Match gegen ihn zu kriegen, ne? Ja, ja, dann kommt ein Update. Dann kommt ein Update und nö, gibt kein Match mehr. Das ist ätzend. Oh. Ein Kanister? Alter, aber dass der uns da diesen Turm runtergerissen hat, ne? Ja, damit hätte ich jetzt dann auch nicht gerechnet. Und wie schnell? Den Scheiß zerlegt, als gäbe es keinen Morgen. Hier ist noch ein Ackebeil. Ackegeil? Jetzt halt gucken, dass wir wieder Heilung finden und so ein Scheiß. Muni. Jetzt neu mit mehr Medikits. Ja, ja, ich merk's. Ich hab eins gefunden. Echt? Alter, warum bist du denn so wütend? Ich weiß es nicht. Was hast du ihm angetan? Was hast du mit ihm gemacht? Gar nichts getan. Klar, umsonst ist er doch nicht so wütend. Ich habe ihm die Riesenmenschenaffenliebe gegeben, die er brauchte. Deinem Lulu? Hier gibt's irgendwie Fohlenbraten. Du bist auf Fohlenbraten? Nee. Oh, ich habe auch Erste Hilfe.
Okay, wir haben wenigstens mal ein bisschen Erste Hilfe und so ein Zeug. Ja, eins musste ich ja schon. Bei mir ist die Erste Hilfe schon. Lassen jetzt, du musst jetzt noch 2, 3 haben. Also ich habe jetzt noch 60 HP. Boah, Dixi-Klo. Ich kenne übrigens jemanden, der wirklich diese, ne? Der dieses. Ich kenne jemanden, der kam aus dem Dixi-Klo und meinte, dass das Waschbecken da drin total scheiße ist. Und ach komm. Ja? Nein, so dumm ist niemand. Doch, wirklich, wirklich. So dumm ist niemand. Doch, und wir waren zu dritt und 2 Leute haben gefragt. Welches Waschbecken? Ja, ja, genau. 2 Leute haben gesagt, welches Waschbecken? Du hast jetzt nicht deine Hände versucht, im Pissoir zu waschen, oder? Und dann so. Ach komm, kein Mensch ist so dämlich. Und er guckt so und sagt, nein, aber können wir jetzt nach Hause gehen? Er hat doch jetzt wirklich getan, wirklich. Ich konnte es selber nicht glauben. Wir waren beide, wir meinten so, das meinst du nicht ernst, das hast du gesehen, das ist Comedy, Junge, ne? Das ist. Doch, er hat. Könnte der Code sein, ne? Könnte, aber ist nicht. Wo könnte der dicke Sniper-Code? Der Boah, Sneaker. Wir werden. Ich glaube aber, das wird die Runde sein, wo wir ihn besiegen. Meinst du aber, es ist viel schwieriger und guck mal, wie viel AP er hat. Ja, ja, er hat uns jetzt ausgetrickst mit dem Hochsitz. Gut, die Runde ging an ihn. Diese Nacht ging an dich. Ja, okay, damit hat ja jetzt niemand gerechnet, dass er so einen Move macht. Ich sag dir, die Hütte da oben am See, wo Kamera 1 ist, das ist die Hütte. Weil da muss ja. Er schön von vorne rein, er kann keine Tricks machen. Er hält sich nämlich an Geländervorschriften. Als Umwelt. Weißt du, du musst diese ganzen Millennials mit ihrer gerechten Umwelt. Und man müsste Agenda, noch. Musst du austricksen mit ihren eigenen Tricks. Man müsste noch die Double Team Action machen. Du musst 2 solcher Gebäude nehmen und dich aufteilen. Aber hin und her pendelt. So, ja, nee, aber auch so in Sichtweite. Dass, wenn er jetzt dann in dein Haus will, weißt du, dann schieße ich quasi auf deinen Sprengsatz, wenn er dann da ist, und umgekehrt. Weißt du, so kann man ihn quasi in die Zange nehmen und hat immer die Sprengsätze im Blick. Das ist eigentlich, du mal hier hoch für die Höhle? War doch irgendwo hier. Die Höhle war irgendwo hier, ja. Aber musste man da hoch? Nee, die war noch weiter oben. Wow, Vorsicht. Vorsicht. Die war maptechnisch noch weiter oben. Die war hier weiter. Rechts an der Wand entlang. Aber hier ist ein Camp. Moment, lass das mal hier looten. Camp Gutloot vielleicht? Camp Gutloo? Hier immer in den Grill gucken hier. Der Weber hat immer ein Stück Fleisch. Der alte Weber. Oh, noch ein Erste-Hilfe-Kiddo? Ich habe für die fette Sniper schon super viel Munition gefunden. Ja, jetzt müssen wir nur den Code finden. Die Höhle wird dann irgendwo hier gewesen sein. Der kleine Tobi, der joggt voraus mit seiner Bommelmütze. Hier ah, ist. Ah, da. Mit der Bommelrommelmütze. Im Bommelrommler. Der Bommlerrommler. Aber die Höhle ist so schlecht. Smickfoot. Man geht da hin und kriegt quasi nothing. Nothingfoot. Mats Mikkelsen heute in Smickfoot. Guck mal hier, Smickfoot. Da kannst du auch ein Erste-Hilfe-Kit nehmen. Smickelfoot. Alte Schmeckelfoot. Und hier liegen dann die Bones rum und hier schmeißt du nochmal mit trocknetem Kot. Steinerter Kot. Raffiniert. Sehr raffiniert. So können wir seine Spuren nicht richtig schnüffeln und schmecken. Und trotzdem hat er uns mit Scheiße beworfen. Tolle Taktik. Ich meine, schnüffeln und schmecken ist die Technik, ne? Die hat so. Ja, so ein Bigfoot musst du erschnüffeln und erschmecken und erschlecken. Schnüffeln und schmecken, und das ist ja, das hat er damals so ein Finne erfunden, ne? Also im Original, in der original finnischen Sprache heißt es kröckeln und snurren. Ja, kröckeln und snurren. Ne? Und erst kröckeln, dann snurren. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du die Spur aufnehmen. Ohne Kröckel auch kein Snur, das ist das Ding. Ja, und das hat Mickelmetzen gemacht. Ja, du kannst zwar snurren und kröckeln, das geht. Wenn du zuerst snurrst und dann kröckelst. Aber kröckeln kannst du nicht, ohne vorher zu snurren. Ja. ja, aber so war das damals. Klar, meinst du, die Finnen sind dumm? Nee, natürlich nicht. Die haben, die wissen, wie man sich ordentlich sauniert. Ja, und ja. Kunst. Und die haben das beste Wort, weißt du, so für was, wo andere halt sagen, fuck oder verdammt oder Mist oder Scheiße, da sagen die Perkele. Ja. Das klingt wie Ferkele. Ferkele, es ist so geil. Dieses Video, wo der Bär in seine Hütte kommt und jeder denkt sich, oh, ein Bär. Der Finne reißt die Tür auf, Perkele! Und der Bär, oh, scheiße, Alter, und haut ab.
Weißt du, das ist so. Wusstest du nicht, dass ihr einen Finn in der Hütte habt? Ja, ja, Entschuldigung. Ich bin raus. Ich bin raus, die haben einen Finnen. Oh, da hinten ist doch irgendwie so ein kleiner Tisch. Finnische Tisch in the wild. Finnische Wurstverteidigung. War das ein begehbarer Baum? Ich weiß nicht, manchmal sind die begehbar, manchmal nicht. Es ist schwer. Hier ist ein Zettel. Oh, yes! Code! Was für einer? 7957 grün. Oh, Maschinengewehr in der nächsten Nacht. 7957? 7957. Okay. Klassischer 7957 Code. 7957, ich habe keinen Stift leider hier. Ja, wir sind doch direkt da oben am Fire Watchtower. Können wir direkt holen. 7957, weißt du? 7957, dann hast du es mit mir getrieben. Geil. 7957. Jan Wolf. Ja. 7957. So. Weil jetzt können wir dem richtig auf die Fresse geben. Die Nacht im Watchtower. Oh, das kann ich noch mitnehmen hier. Ich kann auch noch eine Patrone mitnehmen für die Flare. Und ich kann dir. Welche Munition brauchst du jetzt? Na, die 556. Ach, du hast das Maschinengewehr, nicht das Sniper. Nee, Maschinengewehr. Okay, boah, Alter, ich hab richtig viel. Guck mal, ich hab dir hier Signalpatronenmunition zugesteckt, weil ich dafür noch nichts hab. Alter, ich hab, weißt du, wie viel Munition ich für die Signalpistole jetzt hab? Jetzt haben wir richtig 11 Munition. Schuss. In der nächsten Folge verschanzen wir uns hier. Eben so hart auf die Fresse, dass er nicht weiß, wo oben und unten ist. Herr Bronson, warum machen Sie all die Vorhänge zu? Das zeige ich dir gleich, Tobi. Mach mal schön den Mund auf und halt das feuchte Ohr. Können wir denn eine Kerze anmachen? Ah klar, guck mal hier, machen wir schön romantisch. Wo ich gerade den Feuerlöscher sehe und wo wir gerade beim Thema dumme Menschen waren. Es gibt so ein Überwachungsvideo von dem Typen, wie er versucht, mit einem Feuerlöscher an der Tankstelle seinen Fahrradreifen aufzupumpen. Ach komm, so blöd ist doch niemand. Ja, doch! Ach Gott. Safe, 100%. Gut, bis zum nächsten Mal. Seid nicht blöd, lasst eine Bewertung da, auf Wiedersehen und... Wiedersehen.